I'm very happy you came to hear the concert here, because this beautiful space, the palace, has this gorgeous old Eibach piano. I'm listening to this piano and saying, wow, this sound is amazing. And it really is, so please enjoy it. Also für mich waren es düstere Zeiten vor dem Palast. Dort ist ein Hafenbüffel gegeben, Grabenhalle selten. Und wir sind halt so in den 90er Jahren musikalisch sozialisiert worden. Und das war wirklich auf tote Hose, gar nichts. Also alle zwei Monate mal etwas wie Grabenhalle, aber sonst tot. Der Jules Schultes ist der erste Kinokönig geworden von St. Gallen. Ihm haben das Starke gehört und das Apollo und das Tiffany und Scala. Wo er 1963 gestorben ist, hat seine Frau Trudi alles übernommen. Bis 1982, dann ist der Franz Anton Brüni gekommen. Und irgendwie über eine Strohfirma oder wie der halt so läuft, hat er der alten Königin Trudi Schultes ihre Kinos abgekauft und sich selber so zum neuen St. Galler Kinokönig krönt. Bis er gefunden hat, dass er das ganze Imperium der Kitag verkaufen könnte. Das war 2006 gewesen. Aber noch vorher hat Franz Anton Brüni mit der Auflage da innen dürfen, ab jetzt keinen Film mehr über Brünis Palace der Stadt verkauft. Und die Stadt hat gesagt, okay, jetzt haben wir endlich mehr Raum für Kultur, aber eigentlich keine Idee. Es hat einen Wettbewerb gegeben und ein Siegerprojekt, aber dafür hat es einen grossen Umbau gebraucht. Und die Stadt hat gesagt, nein, das ist uns zu teuer, wir machen im Palace einen Probebetrieb, um mal zu schauen, wie es tut. Und der frohe Kaffeeprüfung, Klang und Kleingrüppli hat gesagt, also gut, sie haben Technik hineingehängt und ein paar Stuhlreihen rausgeschraubt. Ja, es ist eigentlich hat's ein Telefon gegeben, dort mal. Vom Kasper, wir treffen uns. Im Atelier von der Anna. Das ist wirklich so, wir haben uns in einer Nacht getroffen. Wir sind etwa 14, 15 Leute gewesen. Und, wir haben gewusst, es gibt die Möglichkeit, um das Haus Probe zu betreiben. Das ist dann so ein Haufen Bier getrunken worden und das Sattel war mega verraucht gewesen. Und dann nachher, am Schluss vom Abend, aber wir sind uns dann eigentlich in diesen drei Gruppen einig gewesen, so machen wir es jetzt. Und es war eigentlich wie so eine räuberhafte Versammlung. Halt gewesen. Die Leute, die vorhin einzelne Sachen gemacht haben, die haben auf einmal alle sind an dem Blumenbergplatz oben gewesen und haben dort zusammen etwas gemacht. Das hat sicher auch Energie bündelt einfach, oder? Thank you.
Also ich glaube schon, dass am Anfang also ein Findungsprozess stattgefunden hat. Es hat zum Beispiel Sitzungen gegeben mit allen. Das sind zum Teil sind das sehr lange Sitzungen im Foyer gewesen, wo man vielleicht manchmal auch ganz, also wirklich Details miteinander ausgekäset hat, wo man dann gemerkt hat, man muss vielleicht wirklich aufteilen. Also am Anfang ist es wie einfach so ein Wurm, wenn einer wieder dahinten ist, dann rennt er wieder führen und dann kommt er wieder unter die Räder, bis er wieder dahinten ist und dann rennt er wieder führen und alle zusammen schauen dann wieder, dass es wieder geradeaus geht. On a beaucoup de gens, on doit ouvrir. Sure. But when we have many people inside, we need to open the gallery. Also wenn er merkt, dass die Leute spüren, dann läuft es einfach. Und dann läuft es einfach so lange, bis es halt läuft. Und das ist das für heute auch nicht? Nein, er macht eine Stunde, vielleicht auch eineinhalb. Also er weiß nicht genau, wie lang. Aber geil. So mindestens eine Stunde. Höchstens es läuft jetzt gar nicht, dann ist er vorher noch fertig. Ja. Aber ich glaube, bei mir schon so, wenn du mal so, wenn du mal drin bist, dann ist er drin. Am besten so, oder? Nur mit einem Oszillator, so weil das andere ist irgendwie zu fett. Also tun wir das Ding raus. Bis nächste Nacht machst du alle Ötli, bevor es aufgeht. Dann geht es auf 9. Ja. Also machen wir das schnell. Wir haben auch nicht gewusst, geht es nachher überhaupt weiter. Und es ist glücklicherweise, dass wir es in einen fixen Betrieb umdrüllen. Es ist aber nie mit. Die hatten nie ein Kalkül drin, dass man quasi Zwischennutzung gemacht hat, um einen Fuß rein zu tun und dann die Hütte kapern. So. Oder, ja, vielleicht hätte man eh da irgendwie wollen, aber es war nicht nie so ein klarer Plan dahinter. Gewesen. Wir sind zwei höchstens. Mhm. Aber gestern waren es früher fertig. Wir schauen doch mal, wie es wird. Okay. Keine Ahnung, wie viel drin. Es hat 5 Reservationen gegeben. Ich glaube, dass es mega, mega überfüllt wird. Wir können mit Leuten essen, Spaghetti essen hier im Restaurant um die Ecke, wo man nie gedacht hat, dass man die mal einladen kann und das Konzert hier machen. Und das ist natürlich, das ist eine unglaubliche Energie gewesen am Anfang und das ist der Lohn gewesen sozusagen für vieles, wo man ganz viel Zeit aufgewendet hat. Nach 2 Jahren Arbeit hat sich Palas als neue Club bewährt. Und alle sind wieder da in den letzten 10 Jahren. Lee Scratch Perry, Conor Crispy, Jim Patel. Tomaten und Berry, Jeffrey Lewis, Animal Collective, FSK, The Wire, Lamb Chop, die goldige Zitrone, XX, Jochen Distelmeier, Sleeve of Mods, Bill Callahan, Dog Twist, Grizzly Bear, Daniel Johnson, Dirty Projectors und heute Abend wieder einmal ihr.
hat man dann halt gute Technik wollen, man hat faire Löhne wollen zahlen. Und mittlerweile ist es eigentlich ein super teuer organisiertes KMU mit 50 Leuten. Also es ist auch nicht so einfach, aber wenn man fair sein zu allen, wenn man irgendwie Bands will, etwas bieten, dass sie auch gerne kommen, dass das geil tönt, dass es gut aussieht. Da schafft man sich dann halt irgendwie Verbindlichkeiten, weil das Zeug halt kostet auch. Und dann kommt da halt, dass man anders mal organisieren und anders darüber nachdenken. Du kannst nicht nur mit 3-4 Stunden vorher irgendjemandem anrufen, ob er noch einen DJ-Mischer hat, sondern irgendein Management wird da 2 Monate vorher schon wissen. Und das ist schon anders. Ja. Palas St. Gallen, Fabian. Hallo? Mit dem Fabian. Das wäre wie die grösste Chance, dass ab 10 Uhr, bis um 10 Uhr könnte die reservierte Billett abgeholt werden. Und wenn 10 Uhr war und es hat noch Billett, die nicht abgeholt worden sind, dann kann man es eigentlich noch probieren. Mhm. Genau. Genau. Nein, jetzt bringt's nicht. Down in the factory. I got to bring that back to me. If you care, I don't want to come back to there. Down in the factory, where that bass is blowing, gives it to me. I have to bring them back to me. Der Glamour und das Hedonistische war schon auch noch wichtig, dass es auch so eine Disco-Kugel hat und den roten Plüsch und so. Also wir haben nicht so, ich sehe mich jetzt nicht nach einem versifften Punk-Keller irgendwie zurück, weil aus dem wird man ja auch raus. So, aber gleichzeitig glaube ich, gleich, dass man immer halt so Brüche auch zulässt und so im Sound. Das ist uns, glaube ich, schon auch, das meine ich so ein bisschen. Wir haben uns am Anfang gesagt, dass im Palace nicht alle das Gleiche wollen müssen, sondern vielmehr ihre Idee zu einem Ganzen einbringen können. So besteht denn das Programm auch nicht bloß aus Konzerten, sondern aus Tanznächten wie Soul Gallen oder der Rap History, aus der Reihe Worst Case Szenarios zu furchtbarer Kunst und aus der erfreulichen Universität, die jede Woche politische und soziale Themen diskutiert. Und ich bete das Palace Ihnen, dass es zu dieser Idee passt, von dem Haus, dass es nicht nur um Party und dass es nicht nur um Party geht oder so, dann ist das gut. Aber es hat viele schöne Feste gegeben. Also seitdem habe ich einen Tinnitus. Er ist am Anfang im Sommer einmal wieder weg. Jetzt ist er immer da. Das war für mich das Palace, als ich hier angefangen habe zu arbeiten. Es war so, dass es eben genauso so Brüche zulässt. Dass es ja, eine Musik richtig nicht auf den Abend zugeschnitten ist, sondern ein Abend genau davon lebt, dass in dem Sinn auch mal ein Bruch stattfindet.
io venivo qua e loro erano qua, ballavano, facevano, non si interessavano. Ma io dopo cominciavo sotto, no, a pulire, e dopo loro quando vedevano c'era ora di andare. Dann hat sich in der letzten Saison der Vorstand in einer außerordentlichen Zusammenkunft mit der Zukunft des Palace auseinandergesetzt. Dem ist die Ankündigung vorausgegangen, dass die heutige Betriebsleitung und insbesondere der Programmverantwortliche irgendwann das Büro neue Gesichter überlassen möchte. Im Zusammenhang mit dem Thema ist der Vorstand dann auch zum Schluss gekommen, dass er an der Grundausrichtung und der Haltung des Hauses vorerst festhalten will. Trotzdem bleibt zu sagen, dass wir vom Vorstand gegenüber Veränderungen und Neuerungen nach wie vor sehr offen sind. Es ist, halt, es ist träger geworden, denke ich. Es ist auf jeden Fall. Es ist, das Umfeld ist schwieriger geworden. Also das Musikbusiness ist irgendwie, glaube, zum Booken ist anstrengender geworden, es ist aufwendiger geworden. Es hat eine Zeit gegeben, wo da wie nicht so ein grosses Thema war. Weil die Leute sowieso gekommen sind, aber inzwischen müssen wir uns schon überlegen, ob wir zwei Konzerte in der Woche können machen können, wenn machen, weil wir wissen, dass wir einfach irgendwie jeweils recht viel Geld drauflegen, schlussendlich, selbst wenn wir würden selber Freude an diesen Konzerten haben. Gerade in unserer Altersgruppe zwischen 20 und 25 Jahren gibt es wie so ein Loch, oder? Und da ist es auch relativ schwierig für uns, um dann halt zum Teil ja, gleichaltrige, gleich interessierte Leute zu finden, die auch Konzerte kommen oder wo kommen, wenn wir selber da spielen oder einen Auftritt haben in dem Sinn. Ja, es ist wie so Nachfrage nicht wirklich da, oder? Das hat ja nicht nur mit den verschiedenen Leuten zu tun, die nachkommen, sondern auch mit irgendwie einem Verhältnis von, oder einem Begehren nach Live-Konzerten und so, wo sich auch irgendwie immer lustig verändert. Und ich meine, das Palace war immer wieder ein Ort, wo aus der ganzen Schweiz, aus Österreich Leute gekommen sind zum Konzert lassen und dann ist wieder oft mal nichts. Also es sind ja sowieso Wellen. Wir versammeln uns hier gemeinsam zu denen von unserem treuen Leuchtkasten eine feierliche Prozession zu begehen. Eine Prozession bedeutet im Namen an ja, ein Vorrücken oder ein Voranschreiten. Und das passt insbesondere darum, weil wir ja mit dem Palace und dem heutigen Fest in die nächste Dekade vorrücken. Und es passt dazu auch, weil wir mit dem Palace seit jeher versuchen, voranzuschreiten und nicht stehen bleiben. Zusammenbringt, die etwas machen, zum Wiederblick kehren von denen, die zuschauen. Und dann, wenn von 1000 nur 3 nachher das wieder anders sehen oder
Das finde ich spannend. Da kannst du überall hernehmen. So freundliche Irritationen, die einladen. Es ist 10 Uhr und wir sind draußen auf dem Pausenplatz am Hornus. Es ist 10 Uhr und wir sind draußen auf dem Pausenplatz am Hornus. Auf dem Pausenplatz am Bahnhof.